Liebe Gäste, Szanowni Państwo, ich heiße Sie herzlich willkommen im Sendesaal Bremen. Ich freue mich, dass so viele auch spontan Zeit hatten, zu uns zu kommen. Das bedeutet uns sehr viel. Ja, was soll ich sagen? Niemand hätte das erwartet, was vor etwa 3 Wochen passiert ist. Wir sind zutiefst bestürzt, waren ein paar Tage, ein paar Wochen voller Trauer und haben einfach entschieden, gemeinsam mit Anja und Oskar, wegen denen wir heute eigentlich hier sind, etwas dafür zu tun. Wir Künstler, die deutsch-polnischen Künstler Anja Wegre, Oskar Jezio und ich, Roman Ucham, wir wollten heute an diesem Abend eigentlich unsere CD vorstellen, in einem Release-Konzert. Die hieß schon von Anfang an betitelt Viva Polonia, ein Titel, der jetzt in dem Kontext eine völlig andere Bedeutung bekommen hat. Eine völlig andere Bedeutung, weil wir dieses Konzert jetzt auch Viva Polonia und Viva Ukraine nennen möchten, weil wir alle wahrscheinlich davon überrascht wurden, wie viel Widerstand die Ukraine leistet gegen diesen Überfall durch Russland und wie die polnische Gesellschaft, die Menschen den Ukrainern helfen und immer noch helfen werden und das wahrscheinlich auch noch über längere Zeit tun müssen. Hier in Deutschland ist auch die Hilfsbereitschaft unglaublich. Ich möchte heute hier begrüßen die Vorsitzende von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, Katarzyna Weichert, und Vertreter vom Generalkonsulat in Polen, Konsul Paweł Jaworski und Vizekonsul Pintel. Wir haben hier in Bremen gemeinsam einiges bewegen können. Wir wissen aber auch, dass unglaublich viele Initiativen und Organisationen gerade etwas bewegen. Wir versuchen zu helfen, wo wir können, und dieses Konzert ist natürlich ein ganz kleiner Baustein, um das große Ganze, um das Leid ein bisschen zu mindern. Zur Geschichte unserer CD: das Programm und die CD beginnt mit einem Werk, was eigentlich in ganz Osteuropa zu einer Hymne aufgestiegen ist, weil sie die Polonaise von Nogiński den treffenden Namen trägt, Abschied von der Heimat. Und damit konnten sich sehr viele Völker in Osteuropa identifizieren, weil es um den schmerzlichen Verlust der Freiheit geht, um dass der Staat seine Unabhängigkeit verliert. Und das war damals Ende des 18. Jahrhunderts eben auch militärisch bedingt. Deswegen fühlt das polnische Volk auch historisch jetzt gerade so viel mit den Ukrainern. Und wir hoffen natürlich, dass dieser Schrecken so ein baldiges Ende wie möglich nimmt. Aber solange dieser Schrecken andauert, möchten wir alle unsere Kraft aufwenden, dem ukrainischen Volk und gerade den ukrainischen Menschen. Und zum größten Teil sind das gerade Frauen und mit ihren Kindern, die nach Deutschland und nach Polen fliehen, zu helfen. Deswegen einen herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir, Oskar, Anja und ich, wir haben uns entschieden, dass wir diesen Abend, also sämtliche Gewinne dieses Abends und auch die Gewinne des CD-Verkaufs, den wir heute natürlich machen werden, dann an ukrainische Hilfsgüter, an die ukrainischen Menschen, die zu uns kommen, spenden werden. Und wir werden sicher auch noch weitere CDs verkaufen und die natürlich an die Ukraine spenden. Und wie sieht das Ganze aus? Ja, in Bremen hat sich ein Ukraine-Netzwerk gebildet, auf das ich hier hinweisen möchte. Dazu werde ich später noch erzählen, denn jetzt möchte ich die Bühne freigeben für die Musik. Für die Musik, die für den Willen zur Freiheit, zur Unabhängigkeit und vor allem zur freien Ausübung der Kultur dient. Deswegen beginnen wir jetzt mit der Polonaise Abschied an die Heimat von Michał Kleofas-Ogiński und Oskar Jezior am Klavier. Viel Vergnügen! Thank you.
So, liebe Gäste, das war unsere musikalische Aufwärmung. Im Anschluss an Oginski hörten Sie zwei eher seltene Masurken von Fryderyk Franciszek Chopin, der wahrscheinlich berühmteste polnische Komponist überhaupt. Aber was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass er durchaus politischen Zündstoff bot. Wie sein guter Freund Robert Schumann einmal bemerkte, Chopins Musik, das sind Kanonenkugeln unterm Blumenbeet. Weil Schumann verstand damals, dass sich Chopin durchaus politisch engagierte und mit seiner doch sehr patriotischen Musik Polen ein Denkmal setzte, das damals nicht mehr auf der Landkarte existierte. Chopin hat sein Leben lang, vor allem bis zum Tod, sein allerletztes Konzert war auch ein Fundraising-Konzert eben für den militärischen Widerstand in Polen. Das ist natürlich im Laufe der Geschichte ein bisschen untergegangen, weil man die Kunst von der Politik verständlicherweise ein bisschen trennen möchte. Aber unter diesen heutigen Umständen kann man das schwerlich tun. Wir versuchen es natürlich. Was eine Geschichte, die auch durchaus bekannt ist, weil auch verfilmt ist, dass russische Soldaten einst Chopins Klavier aus seinem Wohnhaus in Warschau aus dem Fenster schmissen. Das zu dem Thema. Als nächstes hören wir einen anderen polnischen Komponisten, vielleicht in Deutschland nicht ganz so bekannt, oder den Violinisten sicherlich. Henryk Wieniawski ist in Ostpolen in Lublin geboren und dann nach Paris ausgewandert, weil er dort eine exzellente Musikausbildung genießen konnte, schon als Kind. Und verlor die Liebe aber zu seinem Heimatland nie und hat polnische Volkstänze auf die Violine stilisiert übertragen. Aus denen werden wir heute zwei hören. Und wir fangen an mit dem Tanz aus der Region Kujawy, dem Kujawiak für Violine und Klavier, mit mir an der Violine und Oskar Jerzy am Klavier. Und im Anschluss hören wir eine wahrliche Legende des Musiklebens. Ignacy Jan Paderewski war ein Pianist, ein Komponist, aber später auch tatsächlich Politiker, das zum Thema Trennung von Kultur und Politik. Er hat es durch seine Berühmtheit als Pianist geschafft, tatsächlich eine Freundschaft mit dem amerikanischen Präsidenten einzugehen, der von seinem Klavierspiel begeistert war. Und dann wurde Paderewski tatsächlich als Experte zu Rate gezogen von den Amerikanern, als es darum ging, nach dem Ersten Weltkrieg einen polnischen Staat wiedererstehen zu lassen. Das heißt, Paderewski hat sich davor schon als Politiker quasi engagiert, in seinen Konzerten immer große Reden geschwungen und Mittel gesammelt. Er war auch einer der reichsten Menschen seiner Zeit und hat es geschafft, nach 123 Jahren einen polnischen Staat wiedererstehen zu lassen. Polen kam dann in den 14-Punkte-Plan und es wurde quasi im Völkerrecht, dass Polen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wiedererstehen. Das ist eine Leistung, die man einem Musiker wohl heute nicht mehr zutrauen würde. Wir hoffen es, dass die Künstler auch, es gibt natürlich russische Künstler, die heute gegen diesen Irrsinn vorgehen. Es gibt eine Petition von 17.000 Künstlern, die sich gegen diesen Krieg aussprechen. Wir hoffen tatsächlich, dass am Ende die Freiheit und die Kunst gewinnt.
Gäste, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, es kommt heute zu Programmänderungen, weil auch das ganze Programm, sage ich mal, gestern finalisiert wurde, aber nicht im wesentlichen Ausmaß. Zum Glück haben wir sehr vieles umgesetzt. Natürlich die schönste Programmänderung, die wir haben, sind natürlich die jungen Musikerinnen aus der Ukraine, die uns heute beehren. Die werde ich in der zweiten Hälfte ausführlich vorstellen. Jetzt haben wir das der Einfalt halber und auf Wunsch der Sopranistin zusammengefasst, dass jetzt alle 5 Lieder in einem Block kommen. Und zwar in der Reihenfolge zuerst das erste Lied von Szymanowski, dann Szymon Lax, dann Szymanowski, dann Szymon Lax. Ach nee, es kommt Szymanowski, Szymon Lax, Szymanowski, Karłowicz und zum Schluss kommt Szymon Lax, Prośba o Piosenkę, die auf unserer CD gar nicht ursprünglich vorhanden war, weil das Lied tatsächlich eine Art poetische Kriegserklärung an alle Diktatoren und Tyrannen ist, wo der Poet seinen Revolver, seinen 6-Schuss-Revolver zückt und mit literarischen Waffen auf die Tyrannen unserer Welt, die die Menschen unterdrücken, abfeuern. Also ein explosives Programm von unserer Sopranistin, die extra aus Hannover zu uns angereist ist, Anja Wengrich. Ich freue mich sehr, dass sie dieses Projekt, also auch die CD-Aufnahme und unser Konzert heute unterstützt. Ich wünsche viel Vergnügen mit Oskar Jezio und Anja Wengrich. Viel Spaß! Ich bin wissen.
Jak pies!
Zum Schluss haben Sie eben das Repetiergewehr oder den Revolver gehört. Noch ein paar Worte zu den Komponisten, die Sie gerade gehört haben. Wichtig zu erwähnen ist, dass 140. Geburtstag von Szymanowski genau dieses Jahr wäre. Szymanowski wurde übrigens auch in der heutigen Ukraine geboren. Leider wurde das Anwesen seiner Familie dann zum Ende des Ersten Weltkriegs hin von bolschewistischen Truppen völlig zerstört, sodass Szymanowski dann eine neue Heimat anderswo suchen musste und dadurch sehr viel auf der Welt rumgereist ist, also ein wahrer Kosmopolit war. Und mit diesen doch sehr exotischen Stücken, wer hätte gedacht, dass man Allahu Akbar auf einer polnischen CD hören würde, wollten die Künstler auch eben eine völlig andere Note polnischer Musik betonen. Und das schon vor 100 Jahren. Man stelle sich vor, diese Lieder wurden 1922 publiziert. Szymon Lux hat wahrscheinlich die Hölle auf Erden überlebt. Szymon Lux klebt das Etikett Auschwitz an, weil er nämlich Auschwitz ganze 3 Jahre lang überlebt hat und dort auch dank seiner Tätigkeit als Musiker überleben konnte. Zum Schluss war er der Leiter des Lagerorchesters. Aber Szymon Lux, wie ich für mich entdeckt habe, ist ein sehr interessanter, beachtenswerter Komponist, der auf der Höhe seines Schaffens in den 30er Jahren in Paris in der Musikgesellschaft ein wirklich hoch angesehener Komponist war und sich dann von der Verfolgung eben und von der menschenverachtenden, rassistischen Verfolgung der Nationalsozialisten nie mehr so richtig erholen konnte. Und deswegen hat Anja Wengeri sich dazu entschieden, diesen Komponisten zu würdigen und hat sein komplettes Vokalwerk auf einer Doppel-CD veröffentlicht, schon kurz vor dem Rauskommen unserer CD. Und für mich war es von Anfang an klar, dass dieser Komponist auf unserer CD vertreten sein muss. Er hat neben den wunderbaren Liedern auch etliche tolle Kammermusik geschrieben, die ich hier Ihnen wärmstens ans Herz lege. Erkunden Sie gerne Szymon Lux. Mieczysław Karowicz ist in der Musikgeschichte Polens eingegangen als derjenige, der die Bewegung Junges Polen verkörpert. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, haben sich junge Künstler, Literaten aufgemacht, wieder die polnische Idee zum Leben zu erwecken. Das heißt, nach langer Zeit, nach fast 100 Jahren der verlorenen Unabhängigkeit, wieder an einen polnischen Staat zu denken und war sozusagen geistiger Wegbereiter zu dem, was dann Paderewski quasi vollendet hat. Nun kommen wir schon zum Ende unserer ersten Konzerthälfte und wir kommen zur ersten Komponistin. Ich verrate Ihnen schon, wir werden heute noch eine haben. Grażyna Bacewicz ist für mich eine der interessantesten Komponistinnen oder Komponisten des 20. Jahrhunderts, geschlechterunabhängig, und überlebte den Krieg tatsächlich in Polen im Untergrund. Sie war in Warschau tätig, hatte auch Untergrundkonzerte organisiert und widmete sich nach dem Krieg dann insbesondere polnischer Volksmusik. Deswegen hören wir heute zum Abschluss noch 2 polnische Volkstänze, die ja diese Lebendigkeit und Einzigartigkeit der polnischen Volksmusik verkörpern. Zum einen den Oberek von Grażyna Bacewicz und dann ganz zum Abschluss ein Rausschmeißer von Henryk Wieniawski, den Dudziasz, was übersetzt Dudelsackspieler heißt. Und Sie werden hören, warum dieses Stück so genannt ist. Begrüßen Sie wieder heute zum letzten Mal auf der Bühne Oskar Jezior und ich werde an der Violine spielen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und ich werde Sie dann nochmal in die Pause entlassen.
Mit diesem fulminanten Stück Volksmusik, was auf die Geige stilisiert wurde, entlassen wir Sie in eine 15-minütige Pause,
und weisen darauf hin, dass sie auch unsere CD käuflich erwerben können und alle Gewinne natürlich an die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge bei uns und ukrainische Hilfsgüter in die Ukraine verwendet werden. Und wir freuen uns dann auf das Quartett, was wir Mria getauft haben, was Traum heißt. Unsere vier jungen Musikerinnen, die heute in Bremen angekommen sind und die schon ehrlich gesagt ganz aufgeregt sind, bei uns aufzutreten. Und ich werde sie dann in 15 Minuten werde ich sie dann Ihnen vorstellen. Und ich freue mich, uns gleich wiederzusehen. Bis gleich.
Liebe Gäste, willkommen zurück. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight des heutigen Abends. Vier junge Musikerinnen, die sich bereit erklärt haben, heute in Bremen aufzutreten. Sie sind erst vor 2 Wochen aus der Ukraine geflohen. Das heißt, sie wissen noch gar nicht so richtig, wohin. Und wir versuchen ihnen einfach eine neue musikalische Heimat zu geben. Glücklicherweise haben sie uns ein tolles Programm vorgeschlagen mit ukrainischen Komponisten und Komponistinnen. Wobei ich unbedingt erwähnen soll, das haben sie mir gesagt, die Hanna Havrilets, die Komponistin, die einzige Komponistin, die heute von ukrainischer Seite gespielt wird, ist leider als infolge des Krieges, sie war eine Professorin am Konservatorium Kiew, ist ums Leben gekommen, weil ihr medizinisch nicht geholfen werden konnte. Sie war chronisch krank und ist vor kurzem, also am 27. Februar leider ums Leben gekommen. Deswegen möchten die Musikerinnen dieser Komponistin diesen Konzertabend heute hier widmen. Und ich bewundere sie für ihren Mut, den sie aufbringen. Ich spreche unseren höchsten Respekt aus, denke ich, im Namen aller, an das ukrainische Volk, an die Menschen, die das Land jetzt zu dieser Stunde verteidigen. Wir gedenken hiermit auch allen Menschen, die sich in Kellern verschanzen müssen, die auf der Flucht sind und die hoffentlich bald in ihr Zuhause zurückkehren können. Unsere jungen Musikerinnen haben sich zu diesem Quartett eigentlich erst durch den Krieg zusammengefunden. Viele von ihnen haben in Orchestern, Projektorchestern, darunter auch in dem wichtigsten Orchester Ukraine, im Nationalen Symphonieorchester Kiew, musiziert. Und dieses Orchester ist Ihnen vielleicht aus den Medien bekannt, da es heute immer noch Konzerte draußen gibt, auf den Straßen Kiews, um zu zeigen, dass das Volk nicht so leicht sich der russischen Übermacht aufgibt. Deswegen bitte ich um einen großen Applaus für unsere ukrainischen Musikerinnen von dem Quartett Mria, was Traum heißt. Viel Vergnügen.
Thank you.
liebe Gäste, das war unser emotionales Konzert heute. Und ich habe die Musikerin gefragt, ob sie heute auch noch was sagen wollen. Aber sie meinten zu mir nur, die Musik spricht für sich selbst. Und dem kann ich mich nur anschließen. Ja, und das, liebe Gäste, war hoffentlich nur die Geburtsstunde eines Projekts, eines Ensembles MREA, was wir definitiv in Bremen fortführen wollen. Vielleicht schon, wenn es klappt, demnächst im Theater Bremen. Wir sind gerade in Gesprächen. Und wir wollen aus dem Quartett MREA eventuell sogar ein ganzes Orchester machen in der Zukunft. Dazu wird gerade eine Plattform aufgebaut. Über unseren Förderverein wird gerade auch eine Plattform aufgebaut von einer ukrainischen Programmiererin, die nach Polen geflüchtet ist und gerade für uns, ja, remote arbeitet, wie man so sagt. Und wir freuen uns, wenn Sie dann zu zukünftigen Veranstaltungen auch erscheinen werden und uns kräftig unterstützen. Ich danke Ihnen herzlich. Ich wünsche einen schönen Abend. Dziękujemy.